Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zum zweiten Teil dieser 37 Grad-Doku. Und auch an meiner Seite wieder der gute Tomate. Jo, hallo Arti, hallo junges Gemüse. Ja, ich freue mich schon, weil diese Doku hat mir gefallen im ersten Teil, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt natürlich das ganze Thema kritisch sehe, Trans-Thema. Aber so von der ganzen Machart her und der, ich sag mal, dem Rhythmus, der Geschwindigkeit und auch der Tiefe ist das bisher eine angenehme Doku. Mir ist jetzt in der kurzen Pause nochmal so durch den Kopf geschossen, dass das so drei verschiedene, naja, Eskalationsstufen klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich nenne es jetzt mal so sind. Also man hat halt die alte Person, die so den niedrigsten Grad oder den gesellschaftsmäßig verträglichsten Grad gibt. Mit, ich ziehe mir einfach nur ein paar Kleider an und ansonsten bin ich doch so wie du und ich. Und dann hast du noch diesen Leonie Luca Charakter da, der so, ja, ich nehme hier zwar Testo und bin abhängig und ich könnte auch nicht ohne, aber ansonsten ist alles cool. Und dann hast du halt den dritten, der, ich mache jetzt hier Schnipp Schnapp und dann bin ich ein neuer Mensch. Und ich würd auch sagen, dass man diese Eskalationsstufen, ich finde das eine interessante Beobachtung, auch irgendwo in der Art psychisch schon erahnen kann, muss ich sagen. Also der eine Typ hier, der mehr nur so Crossdressing-mäßig drauf ist, der ältere, der wirkt für mich mit Abstand am positivsten, am zufriedensten mit sich selbst. Bei Leonie sehe ich schon so eine, ja, schon so eine Unzufriedenheit kommen. Also auch Ja, weil klar. Themen Die hat sich nicht angesprochen. ohne Grund nach den Schnipp-Schnapp-Möglichkeiten da Genau, erkundigt, ja. genau. Und die dritte Person, die jetzt wirklich hier in dieser Doku Schnippschnapp machen lässt, also diese geschlechtsangleichende OP, also wo der Penis abgeschnitten wird und dann so ein Loch reinkommt, so eine Neovagina, die Person halte ich auch irgendwie von der Art für am verzweifelsten. Genau, Also am am manischsten, ja. pathologischsten. Ja. Also die wird hochsteigen und tief fallen. Also ich wünsche Okay. es ihr nicht, aber ich sehe es halt kommen. Ja, leider, leider. Für Sophie ist der Tag der Geschlechtsangleichung gekommen. Die Nacht war kurz. Und Sophie hat kaum ein Auge zugemacht. Wir schaffen das. So. Ich hab schon krass Angst, fragst du mich. Es wird alles gut. Nachher wirst du aufwachen und denkst dir, jawohl, endlich. Naja. Das sind abgerufen worden. Also er ist halt schwul, ne? Das ja, der Freund ist bestimmt schwul. Ja. Das war jetzt irgendwie genau der richtige Falsche. Also, wenn du jetzt die Zweifel hast zum Schluss, dann mach doch bloß nicht da noch mit. Also, sag Ja. einfach, okay, stopp, stopp, wir lassen das. Das war ein Ich denke nochmal Riesenfehler. drüber nach, genau, ja. Ja, aber das ist wirklich das Problem, wenn du da ja seit Jahren mitmachst in dieser ganzen Ideologie, du kommst da nicht mehr raus, weil das Schlimmste ist ja immer auch, sich selbst einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat und auf dem Irrweg war. Und das kannst du nicht, wenn du da schon so tief drin bist. Mir hat mal ein weiser Mann gesagt, Deutsch sein ist, die Holzwege auch zu Ende zu gehen, ne? Ja, das stimmt. Das ist ganz passend. Und danke. Super. Danke. Mehr als 6 Monate hat sie auf diesen Moment gewartet. Du bist da, gell? Ich bin da. Ja. Nun heißt es für ihren besten Freund 2 Stunden warten. So lange dauert die Operation erfahrungsgemäß. Wir waren vor circa 2 oder 3 Jahren ja schon hier und haben ja schon diese ganzen Vorbereitungen da so gemacht. Mit Anmeldung, wie das dann läuft und Warteliste, dies, das. Ich muss hier mal kurz einhaken. Nur 2 Stunden soll das dauern, so eine OP mit so einer Neovagina. Das sind ja zwei Eingriffe. Ja, Also ach ich so, und der denke, erste heute ist Eingriff. Penis ab und der zweite ist dann Ah, okay, gut. Ausschaben. Gut, ich dachte schon, weil das muss ja richtig lang dauern und das Ausschaben. Okay. Gut, das Abschnippeln, ja, das geht wahrscheinlich tatsächlich relativ zügig. Einfach so Krass. ein, naja. Ja, ein Gebäude einreißen ist immer leichter, als eins aufzubauen. Also. Ja. Oh Gott. Jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir hier. Es ist halt jetzt nur Angst, Respekt vor der OP. Wie wird sie laufen? Wird danach das alles so sein? Und auch das Gefühl da sein? Das ist so die größte Angst, die wir eigentlich jetzt gerade so mitbringen. Für Professor Hess und sein Team ist der geplante Eingriff Routine. Für Sophie soll er das ganze zukünftige Leben verbessern. Die Chancen dafür stehen gut. Lediglich 1% der Betroffenen bereuen im Nachgang ihre Operation. Auch da wieder, ich halte diese Statistiken für Schwachsinn. Mindestens ein. Ja.
Ich drück schon Pause. Ja, okay, wir drücken beide auf Pause, das ist das Problem. Genau. Ja, also ich habe es immer wieder anders gelesen. Ich hätte halt hier gerne eine Quelle dazu, muss ich sagen. Also, ja gut, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt genauso scheiße. Ich kann euch jetzt auch hier keine Quelle auf die Schnelle anbieten. Aber das ist zumindest das, was ich immer wieder gelesen habe. Dass da sehr viele Leute aufschreiben, dass wir die Quellen in die Videobeschreibung packen. Oder? Das ja, können wenn wir nachher noch dran denken. Ja, ich schreibe es mal auf. Ja, okay. Gut, ich schreibe es mir auch auf. Zwei sind besser als einer. Quellentrans. Quellentrans 1%. Genau. Das nicht. Das kommt auf den ernstzunehmenden Zettel. Trotzdem wiederkommen müssen. Bei uns ist der Standard 2 Eingriffe. Der erste Eingriff, das ist heute, das ist der größere, wo das Neogenital angelegt wird. Und in einem geplanten zweiten Eingriff wird es dann noch kleinere äußere Korrekturen geben im Bereich der Schamlippen, im Bereich des Scheideneingangs. Okay, Moment, hast du das jetzt mitbekommen? Innerhalb von nur 2 Stunden wird das Neogenital angelegt. Also da wird jetzt auch schon dieses Loch geformt und alles. Und haben die den Schwanz da vorher, salopp gesagt, abgehackt? Oder ist das eine Minutensache? Nee, das wird dann wahrscheinlich einfach schnell gehen. Also, weil der Typ hatte ja vorher überhaupt nichts davon gesagt, dass er keinen Penis mehr hätte. Also ist das eine Minutensache? Okay. Wahrscheinlich. Und das muss ich sagen, das macht für mich auch klar, warum diese ganzen schlimmen Bilder existieren und schlimmen Videos von solchen Neovaginas. Weil du kannst doch in 2 Stunden so schnell nichts machen. Ich meine, wenn ich an andere Operationen denke, irgendwelche Hirn- oder Herz-OPs, die dauern richtig lang. Die können 4 bis 8 Stunden dauern oder so. Also meine Kniescheiben-OP damals ging schon 2 Stunden. Ja, sowas. Und ich, was für ein unfassbar kompliziertes oder mit wie vielen Nervenenden das Genital ausgestattet ist, da kann man nicht einfach nur so mal eben in 2 Stunden ein Loch buddeln und gut ist. Also aber ja, es ist ja letzten Endes so, ne? Ja, also das ist schon sehr eigenartig. Das wirft Fragen auf. Das ist halt ist wirklich Metzgerei. Sorry. Ja, das wirft sehr viele Fragen auf. Sophies Operation, die komplett von der Krankenkasse übernommen wird, verläuft ohne Komplikationen. Und auch die Prognose des behandelnden Mediziners fällt positiv aus. Die Patientin hat gute Chancen auf ein erfülltes Sexualleben. Ach ja. Wir wissen tatsächlich auch von der Nachbefragung von unseren Patientinnen, dass es sich ganzheitlich was ändert, auch wenn nur das Genital operiert wird. Klar ist, dass viel vorher passiert und das Wesentliche vorher passiert, das Outing, das psychologische und auch die hormonelle Situation. Und das ist die chirurgische, der chirurgische Teil ist nur ein kleiner Baustein davon, aber trotzdem gibt das auch nochmal einen Schub für das ganzheitliche weibliche Empfinden. Okay. Sommer 2023. Luca hat den mittleren Schulabschluss geschafft. Und schon die Zusage für einen Ausbildungsplatz zum Klavierbauer bekommen. Schöner Beruf immerhin. Lukas Großmutter erinnert sich an seine Kindheit. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man erst ein Mädel hat, wenn man die Haare schön macht und flechtet und tut. Aber dann hat man es nachher eben halt hingenommen. Er ist es und fertig. Er ist ein Junge und das andere ist abgehakt. Man hat sich nicht sonderlich viel dabei gedacht, weil es ein schleichender Prozess war. Es hat sich entwickelt. Ich habe ihn als eine sehr starke Person immer wahrgenommen, weil er trotz der ganzen Hindernisse, die ihm in den Weg standen, immer wusste, wer er ist. Es gab natürlich immer wieder Rückschläge und immer wieder, wo man sich als große Schwester auch dachte, so, ey, ich würde den am liebsten, wer auch immer da jetzt gerade gegen ist, am liebsten einfach eine Ansage machen, weil es einen natürlich auch verletzt hat. Und was waren das für Rückschläge? Unter anderem Mobbing in der Schule. Rückblick. Vor 4 Jahren hat Luca in einem Film über ihn offen über sein Transsein gesprochen. Und jetzt war es so, dass ein paar Leute meinen Film geguckt haben und die sind damit ganz gut umgegangen, haben mich natürlich gefragt. Und da wäre ich auch der Meinung, nicht verneinen oder sonstiges, wenn man irgendwie darauf angesprochen wird, sondern einfach ehrlich zugeben. Und dann habe ich einfach mit dem ein bisschen darüber geredet. Das ist enorm erleichternd gewesen. Hat ein bisschen mehr Bindung aufgebaut tatsächlich. Bin besser mit den Leuten, die das jetzt wissen, als mit den anderen. Im letzten Jahr hat der 16-Jährige einiges erreicht. Das Thema geschlechtsangleichende OP steht immer noch im Raum. Ah, okay. Das ist diese mittlere Eskalationsstufe, wie du sagst. Das steht noch im Raum. Also der hat das irgendwie noch im Kopf. Ja, ich muss noch weitergehen. Ich bin noch nicht ein echter Mann. Ich bin noch nicht ganz auf diesem Level. Und du wirst aber halt auch nie ein echter Mann sein. Das ist das Problem.
Ich fand es jetzt auch ehrlich gesagt komisch, dass das Thema Mobbing so in 10 Sekunden abgehandelt wurde. Das fand ich jetzt auch sehr komisch. Oder habe ich was Also, verpasst? Also, ja, wurde es. ich habe jetzt gedacht, das ist so der große Gotcha-Moment der Doku, um zu zeigen, wie die Gesellschaft noch nicht so auf dem Level ist, wie sie sein sollte für die Akzeptanz, dies, das, tralala. Und dass wir alle unsere Kinder an den Schulen da mehr sensibilisieren müssen für dieses Thema. Ja, ich muss sagen, mit dem Mobbing ist immer so eine schwierige Sache. Also persönlich, Mobbing ist scheiße, wenn man da gemobbt ist. Aber jetzt mal von einer ganz hohen, abstrakten Warte aus. Mobbing ist ja ein soziales Verhalten, also ein Verhalten von einer gesellschaftlichen Gruppe und hat vielleicht auch irgendwo, naja, einen Sinn. Also, Na, wie Mobbing ist gesagt, so ein schärfendes Verhalten. Also du ein guckst schärfendes halt, Verhalten. wer tanzt außerhalb der Reihe in irgendwelchen, also in Ja. Körperfülle, was weiß ich nicht, dicke Hornbrille, alles Mögliche. Wer weicht da am meisten von dem Durchschnitt ab und der wird halt dann gehänselt? Richtig, damit er halt seinen Irrweg erkennt. Ja. Das ist eine sehr harte Aussage, aber tatsächlich sehe ich es auch so. Ich bin natürlich, also ich Ich will weiß nicht, jetzt auf keinen Fall ob's Mobbing gutheißen. also ich weiß nicht, Also. ob die Aussage damit er seinen Irrweg erkennt, ob das so richtig ist, sondern ich. Also vielleicht gibt es das auch, ja. Also so gerade, Ja. wenn man zu dick ist oder so. Aber bei sowas wie einer Brille oder so, was willst du denn da machen, ne? Hast recht, Das ist hast recht. schwierig. Ja, ist Also das schwierig. kann sein, denke ich. Ich würde Ich nehme, behaupten, dass okay. diejenigen, die da rummobben, sich halt besser stellen wollen. Ja, du hast recht, ich nehme meine Aussage völlig zurück. Also ich will jetzt hier auf keinen Fall Mobbing verherrlichen. Nee, mir ging es jetzt nur, ich will das mal so ein bisschen aus einer abstrakten Warte betrachten, dieses Thema Mobbing. Ja, und ja, wie du richtig sagst, es ist halt ein soziales Phänomen, was den Abweichler, was halt gegen Abweichler gerichtet ist. Und das Ding ist halt mit diesem ganzen Trans-Thema, um darauf zurückzukommen, du wirst halt immer ein Abweichler bleiben, weil es ist nun mal ein sehr geringer Prozentzahl, auch wenn die Zahl rasend wächst. Aber die Masse erkennt einfach trotzdem, dass das so nicht richtig ist, dass Leonie jetzt ein Luca wäre. Das ist einfach nicht so. Also selbst diese weichgespülte Großmutter, da man hat ja gemerkt, dass sie so einen Konflikt hatte, ne? Genau, Das, genau. eigentlich ist das ja meine Enkelin. Genau, man hat es dann so akzeptiert, hat sie gesagt. Also das klang jetzt nicht so super positiv, muss ich sagen. Also nicht so, Ja. ja, ich glaube das total. Das klang so wie, naja, wenn ich meine Enkelin sehen will, dann mache ich gute Miene zum bösen Genau, Spiel, damit sie mal genau. vorbeikommt. Ja, Ja, da ist toll. vielleicht eher die Mutter die treibende Kraft. Ja, das vermuten wir die ganze Zeit. Und Ja. der Vater fehlt übrigens immer noch, ne? Habt ihr Eben, der Vater fehlt nirgendwo immer noch. erblickt? Komisch. Der war auch nicht anwesend bei dieser Feier gerade. Also, Was ja, ist da passiert? was ist da los? Warum ist das so? Fast als gäbe es da einen Zusammenhang. Es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, diese Option zu haben, dass man das machen kann, weil man dann für sich selbst entscheiden kann, ob man es möchte oder nicht. Und klar, man kann es erst mit 18 machen und das ist auch gut so, finde ich. Und der Körper muss natürlich auch ausgereift sein. Und das gibt halt einem nochmal den Zeitraum nachzudenken, dass man nichts irgendwie überstürzt oder sonstiges. Ja klar, weil du mit 18 auch schon so reif bist, um so eine Entscheidung zu treffen. Also die körperliche Reife hast du dann erreicht, ja, aber also die Pubertät im Gehirn, die hast du ja erst mit Mitte 20 abgeschlossen. Genau, ich würde es auch sagen. Also ausgewachsen bist du so mit 25 die Ecke, ne? Ja. Und wenn ich dran denke, was ich mit 18 für Scheißentscheidungen getroffen Ich habe, auch. Ich habe die Grünen gewählt. dann lieber Schnippschnapp. Ja. Viele von Noras Bekannten bezeichnen sich als queer. So auch Marian. Der jüngere Transmann stammt aus einer anderen Generation als Nora. Die Probleme, denen Transmenschen ausgesetzt sind, kennen trotzdem beide. Zahlen von Hassdelikten gegen Minderheiten steigen seit Jahren an. Das hat mit den Social Medias zu tun, das, was dort verbal passiert, das setzt sich dann am Ende fort auf die Straße und dort wird es zur Gewalt, zur tätlichen Gewalt. Transmenschen sind da ganz besonders von betroffen. Sichtbar sein und Haltung zeigen.
Für viele Betroffene ein Spagat, denn wie alle haben auch sie den Wunsch nach Privatheit und einem Nicht-Erkannt-Werden. Man glaubt ja auch nicht, dass ich trans bin. Und ich kann ohne weiteres überall verdeckt, anonym trans sein, wenn ich das will. Ne? Aber ich finde es auch wichtig, zwischendurch mal eine Ansage zu machen. Ich bin übrigens trans. Solange noch Leute verkloppt werden da draußen, ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Ja, dann keine Sorge. Dir wird der Stoff nie ausgehen mit unseren lustigen Neubürgern. Die mögen dich alle ganz toll. Ja, das Problem mit dem verkloppt werden, das wird sich so schnell nicht legen. Dank der Migration, ja. Besorgt sind die Freunde über aktuelle politische Diskussionen, die mit der Behauptung einhergehen, Transmenschen würden sich ihr Geschlecht nach Herzenslust aussuchen und Kinder manipulieren. Ja, keine Sorge, also den ersten Punkt, den werden wir, da kommt die Feuerprobe die nächsten 2-3 Jahre. Hm? Ja, und der zweite Punkt würde ich schon meinen, dass das so ist, dass Kinder manipuliert werden. Also, wenn man sich das Unterrichtsmaterial an den Schulen ansieht, ich finde das schon sehr extrem. Also so Bücher wie halt Julian ist eine Meerjungfrau oder so, wo das schon im Kindergarten losgeht, dass das ganze Trans-Thema auf die Agenda gesetzt wird. Ich meine, gut, da muss man jetzt fairerweise sagen, die Manipulation erfolgt halt nicht direkt durch irgendwelche Trans-Leute, sondern durch, aber die Trans-Leute, linke Kulturmarxisten oder sowas, also ja, aber ist schwer zu fassen. Es ist so eine Mischung, also die Trans-Leute setzen ja aber auch die Themen in diesem linken Bereich, also die geben das ja mit vor. Aber gut, ja, stimmt, irgendwo, so ein Henne-Ei-Ding, ja, du hast recht. Ja, so ein Henne-Ei-Ding. Irgendwo sind die aber auch natürlich ein Instrument, ein Werkzeug für die Kulturmarxisten, einfach um hier was zu dekonstruieren, um die Gesellschaft in Aufruhr zu bringen. Die Aufklärung in den Schulen ist natürlich super wichtig, weil ja sonst Transkinder gemobbt werden, ausgegrenzt werden. Und wenn jetzt Eltern kommen und sagen, macht unsere Kinder nicht verrückt, Kinder können nicht verrückt gemacht werden. Das braucht eine Auseinandersetzung. Und dann sollten, wahrscheinlich haben die Eltern keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen sagen die, lass unsere Kinder in Ruhe. Ich meine, wenn ein Kind unsicher ist mit sich, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Wir werden. Okay, das war jetzt gerade One-on-One der Schuldumkehrung aus linker Sicht. Ne? Ja. Aber wir sind gar nicht schuld, wir stellen ja nur Fragen. Ihr seid die Rückständigen. Ihr kommt seid mal einfach up to date, nur gemein. Ne? Genau. Und ihr seid einfach nur hetero. Also trans nicht durch Nachahmung. Es ist ja immer so diese Vorstellung, wenn dauernd über trans geredet wird und berichtet wird und das immer thematisiert wird in allen Medien, dass es dann diesen Nachahmungseffekt gäbe. Aber das ist nichts, was man sich anliest. Ach, den gibt's nicht, den Nachahmungseffekt? Ist es nicht so, dass unter Jugendlichen das Thema trans ums Zehnfache gestiegen ist? Ja. Also ich glaube von knapp 3-4% jetzt auf ziemlich hoch. Auch da, ich glaube, 40% habe ich mich jetzt ein bisschen verstiegen tatsächlich, aber es ist signifikant gestiegen in der letzten Generation. Ja, und natürlich ist das ein Nachahmungseffekt, weil das ganze Trans-Thema den ganzen Tag den Kindern zugeballert wird. Also das geht schon in der Vorschule los, das geht über Filme, Musik, TV-Shows, überall hast du jemanden trans. Und wir hatten ja nämlich auch diesen Beitrag gesehen, der lief bei ZDF TV, also beim Kinderprogramm vom ZDF, genauso im Kika, Kinderkanal, kommt auch trans zur Sprache, immer und immer wieder. Ich meine, man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, wie waren das damals, als die, nehmen wir mal die Tamagotchis zum Beispiel, als die Mode wurden, ja? Da haben dann 3-4 Leute in der Klasse damit angefangen und dann lief das im Fernsehen, in der Werbung und dann wurde es überall Lob gepriesen und auf einmal liefen alle damit rum. Ja. Wie nennt man das? Ach ja, richtig, ein Nachahmungseffekt, weil es cool und in ist. Ja, danke. Ihr habt genau unseren Punkt gemacht. Oder was man durchs Internet sozusagen bekommt. Also es trifft einfach nicht die Realität. Es gab nie einen Moment in meinem Leben, wo ich mit dem Transsein haderte. Im Gegenteil, es ist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, das Trans zu entdecken. Ich bin ein wirklich absolut glücklicher Transmensch. Also das klingt vielleicht blöder, aber es ist so. Ein knappes Jahr. Ich werde immer skeptisch bei Leuten, die das so extra betonen müssen, wie glücklich sie sind. Ich bin so glücklich. Ja. Also vielleicht bin ich da wirklich ein bisschen assi drauf, aber irgendwie ist es immer so.
Okay, ich bin tatsächlich nicht ganz so. Okay, dann meine Schuld. Nach ihrer Geschlechtsangleichung. Sophie ist auf dem Weg zu ihrer Friseurin, die ihr... Warte mal, stopp, ich muss noch mal kurz zurückmachen. Ist das jetzt vor oder nach der Geschlechtsangleichung? Moment. Ja, aber es ist so. Ein knappes Jahr nach ihrer Geschlechtsangleichung. Sophie ist auf dem Weg zu ihrer Friseurin. Okay, das heißt, die zweite OP ist auch schon gelaufen, ne? Oh, okay. Und ein Jahr nach der Geschlechtsangleichung. Das ist interessant, weil wir hatten ja befürchtet, das würde so 2 Wochen nach der OP... Stimmt. ...hier gecuttet werden. Also auch da wieder, die Doku überrascht mich. Die ist gut gemacht. Mhm. Okay, mal sehen, also was jetzt, er jetzt sagt. Nach der Statistik ist jetzt mitten noch in der Honeymoon-Phase, ne? Es geht, glaube ich, nach 2 bis 3 Jahren los, wo es dann kacke wird. Ja, mit den Zweifeln, genau. Die ihr Extensions aus Echthaar machen soll. Und es gibt Neuigkeiten. Die 31-Jährige ist frisch verliebt. Ihr Partner weiß nicht, dass Sophie trans ist. Er ist ein Frankfurter Bub. Mhm. Eintracht ohne Ende. Mhm. Und wenn du mit... Wie bitte? Der Partner weiß nicht, dass sie trans ist? Also wenn die schon mal Sex haben, dann würde er das bestimmt wissen. Sie haben vielleicht noch nicht miteinander geschlafen. Ja. Weißt du? Und wenn du mit sowas noch nie Kontakt hattest, mhm, und du das nicht kennst, mhm, dann reagierst du ganz anders. Anders, ja. Deswegen sage ich dann, das bleibt mein kleines Geheimnis. Es ist schwierig, ich weiß nicht. Ja. Er sieht halt immer noch genauso aus wie vorher, ne? Im Gesicht und so und von der Stimme. Ich finde, er sieht auch wirklich männlich aus. Also da das sehr unglücklich getroffen, wenn er halt eine Frau sein will. Ja. Was ich machen würde, ne? Oder wie? Also viele Leute sagen auch zu mir, sag sie. Dann sagt die anderen, das sag's Problem nicht. Ist halt immer so, wenn es irgendwann rauskommt, warum auch immer. Gut, das habe ich mir auch schon gedacht, das hat meine Mama auch gesagt. Dann ist es für ihn, dann ist er bestimmt enttäuscht, warum hast du mir das nicht selber gesagt, weißt du? Ich habe das mal so ein bisschen durch die Blume auch angesprochen. Und dann sage ich so, stell dir mal vor, du lernst jemanden so kennen, der vorher ein Mann war. Mein Gott, ich sag mal so, heutzutage gibt's ja alles. Alter, ey, jetzt würde ich aber echt gerne mehr wissen, wie, wenn es irgendwann rauskommt. Wenn der zwischen dir, zwischen die Beine schaut, dann weiß der, wenn der ein normal denkender Mann ist, also... der schon mal was mit einer Frau hatte, dann weißt du sofort, was Sache ist. Ja, aber so weit sind sie noch nicht anscheinend, ne? Ja. Die sind noch im Kuschelmodus oder sowas. Vor allem weißt du auch, was Sache ist, wenn du jeden Tag dir das dehnst, deine Wunde. Na naja, gut, das muss der Freund ja nie mitkriegen. Das kann ja immer auf der Toilette oder so passieren, weißt ja, du? Ja, okay, wegen mir. Das kann man, glaube ich, ganz gut verhindern. Ist ja nichts mehr nichts mehr unnormal ist, sag ich mal so, ne? Ich freue mich für dich. Genieß es einfach. Ja, ja, der Rest, man weiß doch nie, was kommt heutzutage, weißt du? Und ich sag mal so, wenn er es rauskriegen sollte, dann ist es so. Aber dann weiß ich doch ganz genau, wenn er mich dann abstoßt, dann war alles gelogen. Ja. Hey, ich schwindle dir die ganze Zeit was vor, aber wenn du das rausfindest, dann hast du mich belogen. okay. Also... Ich würde mal sagen, die Geschlechts-OP wirkt, die Frauenlogik sticht durch. Entschuldigung an alle Frauen. Aber. Für Transmenschen wie Sophie gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern ganz unterschiedliche Optionen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich bin mir unsicher, was würdest du machen? Ich würde dir einfach den Tipp geben, hör auf dein Inneres. Guck in dich wirklich rein, was du wirklich willst. Ich kann zu dir sagen, mach es und am Ende bist du unglücklich. Und weil ich sag mal schon, das ist schon ein großer, wirklich ein großer Eingriff, der auch wirklich mit Schmerzen verbunden ist. Es kann vieles schief gehen, aber ich bereue kein bisschen was. Nichts, null. Gar nichts. Das sagst du halt jetzt noch, ein Jahr später. Ich würde es wirklich bezweifeln. Also ich würde wirklich mal gerne in 5 Jahren den Typen nochmal sehen. Ich meine, vielleicht kann er sich ja eine, was ist das dann, einen Transmann suchen. Also einen mit so einem Neopenis. Ja. Dann können sie sich beide was vormachen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das wär in, das auf irgendeine dann verquere Weise wahrscheinlich sogar noch am erfüllendsten. Ja. Ich bin total sprachlos. Hammer. Diese Friseuse ist auch irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Aber gut, ist egal. Hey, wir haben es geschafft. Wunderbar. Ja. Also von der Machart hat mir das gut gefallen. Inhaltlich natürlich mal wieder volle Dröhnung. Trans-Propaganda, wenn ich das mal so sagen will. Also schönreden von diesem ganzen Trans-Thema. Auch gerade jetzt am Höhepunkt war es sehr gut orchestriert, also erst den
Zeigung, die Leonie sozusagen, ne? Ja. Die ja. noch so ein bisschen, na, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Dann wieder den alten Typen da. Der, ja, ich bin hier voll im Reinen mit mir, alles cool. Und dann jetzt hier, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Schnipp, schnapp, perfekt. Also so gesehen haben sie das sozusagen gut umgesetzt, wie man das staffeln muss, so eine Sendung. Ne? Mhm. Aber wir werden den zweiten Teil werden wir nie sehen, ne? 2025. Sagen. Ich hoffe, also es wäre schön. Ich muss ja sagen, ich war ja tatsächlich jetzt schon überrascht, hier Leonie nochmal zu sehen. Leonie, ja? Ja, na klar, weil ach wir so, haben weil, ja... Achso, so meinst du das, ja. Dass die hier nochmal für so ein Format ausgegraben würde. Also ich sage mal niemals nie. Also ich weiß nicht, vielleicht in 4, 5 Jahren gibt es nochmal so ein Duo. Es würde mich sehr, sehr interessieren, jetzt gerade wirklich hier die letzte Person, was daraus wird. Ja, also gerade weil bei uns beiden ja bei der letzten Person hier die Alarmglocken angingen, ja, dass das den halte ich Vorschub war und nicht die Lösung. Genau, den halte ich für mit Abstand am unstabilsten. Ja, das trifft's gut, unstabil. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Leute, lasst mal eure Spekulationsergebnisse sehen. Und ja, ich schließe mich an. Es war an sich eine gute Doku, sagen wir es mal so. Ja. Passt ehrlich. Kann sich geben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.